Ich. Ein Orchester? Oh no. Sollen wir mal durch Schach spielen, oder? Sollen wir mal gehen nach Schach spielen? Ja. Was? Noch ein Schachbrett? Oh, das war mein allererstes. Oh Gott, ich kann. Also Schach? Mal will es uns nicht umbringen. Du weißt, dass ich nicht gut im Schach bin. Ist doch egal. Nur zum Spaß. Ja, schnelles Spiel. Hey, Cody. Was geht denn schnelles Spiel? Ich glaube, du musst dann einfach auch noch Zeit machen. Den König des anderen. Das macht. Okay, du bist weiß, ne? Oh. Kaum erwarten, dich schachmatt zu setzen. Darauf kannst du lange warten. Bezweifle ich. Wie geht denn das jetzt? So. Nee, wollte ich nicht. Nee, wollte ich. Schlauer Zug, was? Ja, wir sind schon Profis hier, ne? War ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Schach, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja, ich grob. Ich weiß, was man mit den Figuren machen kann, aber. Genau, ich habe keine Strategie irgendwie dahinter. Ja, das habe ich auch nicht. Falsche Figur genommen. Zum Beispiel weiß ich jetzt mal schon, dass ich meine Läufer hier komplett blockiert habe. Das ist nervig. Schlecht. Natürlich. Du hast Zeug gemacht. Dann kannst du natürlich den jetzt. Dein König ist bald fällig. Kannst du mich Großmeister nennen? Das war gar nicht der König. Nein, das ist die Königin. War die Dame die ganze Zeit? Ja. Ah, hätte ich längst schlagen können. Ja, wusste ich ja nicht. Du hast ja nicht gesagt, was du meinst, was der König. Hätte ich dir gesagt, wenn du. Also, wusste ich ja nicht. Ah. Das ist natürlich jetzt. Moment, das ist ja. Achso, das ist jetzt die Dame, ne? Ja, okay. Das ist die Königin, genau.
verliere ich. Scheiße. Jetzt schon längst die. Na. Geh mir auf den Sack. Ja gut, so wie es verloren. Ah, mach ich mal vor. Hier irgendwas mit. Den schlagen. Oder ich kann eine Dame wechseln. Oder ging das nicht? Ging das nur mit dem Bauern? Was? Ich bin beeindruckt. Okay. Wird blockiert, gib mir auch auf den Sack. Yeah. Yeah. Welcher ist fast drauf reingefallen? Ja, ist kalt verloren, ne? Ich glaube, hier geht es nicht darum, du wirst das gewinnen, weil ich glaube, es geht um die Zeit, die man braucht. Ja, oder halt den König, ne? Wenn dich der Zug einschüchtert, dann warte erstmal den nächsten ab. Das ist alles doof. Bingo! Sollte funktionieren. Läuft, ne? Nee. Moment, komm ich jetzt... Dämlich. Ich hab schon. Das ist jetzt ein bisschen dumm, weil das können wir jetzt auch so ewig weiter.
gut, da kann ich ja nur in meiner Zeit gut spielen. Das ist das Schöne. Aber ich glaube, das sind nur Genies, ne? Nee, du gewinnst, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das mit der Zeit läuft, du gewinnst. Ja. Okay. Ja, okay. Oh Mann, boah, das war anstrengend. Das finde ich aber war schon ziemlich ausgeglichen. So. Haben uns nicht viel gegeben. Was? Am Anfang bin ich gut reingekommen, am Ende hast du dann ziemlich unter Druck gesetzt da mit dem König. Außer, dass ich die Arme links hätte schlagen können ganz am Anfang. Und ich nicht drauf geachtet habe. Ja, das stimmt. Aber ich dachte, du wüsstest das. Wow. Ja, ich hätte schwören können, du hättest da den König dann setzen müssen. Das habe ich gar nicht realisiert irgendwie. Kannst du dann auch irgendwelche Frequenzen setzen? Oder steht Nein. Das bei dir auch auf 100? Bei mir ist nur Lautstärke. Ach so. Na gut, okay. Was wollte ich nur sagen? Also, Schachspielen war schon ganz lustig eigentlich. No. Oh Mann. Verdammte rote Knöpfe! Oh, ganz da oben bitte hin. Mir nicht. Ist noch ein Minispiel. Musik und ein Stuhl. Oh nee, das hasse ich ja schon in Wirklichkeit, das Spiel. Was ist denn das? Mit Musik und so und. Sei schneller als du, setz dich zuerst hin, wenn du Musik aufhört. Oh Gott, dann muss ich aber ein bisschen muss ich über Musik hören. Okay. Da muss ich ja keine glauben, ich hasse das. So dumm. Du bist bestimmt als erster rausgeflogen. Du wirst schon sehen. Muss ich das machen? X drücken dann? Das würde ich auch gerne wissen, den Knopf, ja. Den kann ich dir nicht sagen, aber. Okay, ich hab X gedrückt. Okay, das ist gut. Ich war langsam. Boah, ist das dumm, ich hasse das. Also ändert sich der Knopf. Ich gehe von aus. Schläfst du etwa bei der Arbeit? Das ist dumm. Ich hasse dieses Spiel. Jetzt schon. Du bist der Host, also du hast einen Ring-Vorteil. Ja. Oh Mann! Was? Echt jetzt? Hä? Mann, ey. Das ist echt. Nee. Ach. Okay. Der Thron ist mein. Ja, mega. Es ist bloß ein Stuhl. Das ist der Raum mit der Carrera-Bahn. Oh nein! Der ist noch ganz unten. Oh, das war cool. So, hier war die Bühne.
Hinten ging es so. Genau, da war das Schachspiel. Hier ist irgendwas. Ah. Genau, I'm ready. Orchester holen, stimmt ja. Ja, 60er Puls ist. Wow. Ja, guck dir das alles an. 60er hast du? Mehr Instrumente. Cool. Probieren wir sie aus. 64, 63. Mal 77. Oh, das ganze Zeug erinnert mich an schöne Zeiten. Aufregend das Spiel, ne? Ja, geh, aber 77 ist ja auch noch fast Ruhepult. Aber ein bisschen mehr, ja. Das Reisen nach Jerusalem hat mich. Weil ich das schon gelesen habe, habe ich schon wahrscheinlich Puls gekriegt. Guck mal, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Man darf nicht in den Wein. Was? Was war das denn für eine Lache, ey? Ich konnte mal alle meine Entchen auf dem Klavier. Da erinnert mich, hast du das auch immer gesehen, mal, dass einer, du hast doch bei The Last of Us 2 diese Gitarren-Szenen, ne? Ja. Dass da einer Nothing Else Matters von Metallica nachgespielt hat. Hab ich nicht gesehen, das ist ja nice. Voll krank finde ich sowas. So ist es ja. Oh nein! Das ist ein Loch! Oh. So, da. Na, also, Glockenspiele. Jetzt kannst du rüber. Gern geschehen. Ausgezeichnet. Ka-ching. Ach, Herr Jemini. Was ist das für eine Maschine? Oh. Was? Ein wütendes Akkordeon. Diese Schockwellen sehen schmerzhaft aus. Was? Ah. Ja, aber da müsste ich ja eigentlich hinterher, ne? Ja. Und so eine schöne Kurve, was weiß ich, ich bin gleich zu denen. Aha. Das ist. Also, sowas finde ich mega nice. Ja. Das sind so schöne Spielideen. Das wütende Akkordeon, meine Herren.
Okay. Oh nein. Oh, du hast noch nicht viel Zeit. Oh Gott. In das andere Eck rein. Du musst immer abwechseln, glaube ich, in die. Nein! Das ist weit weg. Doppelsprung machen. Da, ey. Das ist aber auch ein geiler Level, ne? Das ist echt, ja, unglaublich. Also wieder geht schon wieder so in diese Turmuhr-Geschichte, so verrückt. Ja. Orgel? Wo sind wir? Hey. Flauschige Wolken, Lichtstrahlen, Orgelpfeifen. Ich würde sagen, wir sind im Himmel. Es gibt hier einen Orchestergraben. Ja, aber wo ist das Orchester? Hallo? Ist jemand zu Hause? Die Musiker sind wahrscheinlich schon zu Hause. Lasst uns das ganz einfach vergessen. Nein, 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 May. Du brauchst doch das Orchester für dein Konzert. Aber sie wurden entführt. Seht, da drüben. Seht, seht, seht. Alle entführt von den Teufel. Teufel? Hier im Himmel? Oh ja, ergibt total Sinn. Ja, oder? Ha? Genau, also geht. Macht euch auf den Weg und rettet das Orchester. Gehen? Wie denn? Wir können nicht auf Wolken laufen. Jetzt schon. Los, los, los. Hey, Cody. Siehst du diese herumschwebenden Noten überall? Ja. Lass uns herausfinden, wofür die gut sind. Wow. Ich fliege. Wie ein Engel im Himmel. Oh. Die Noten sind mit den Türen verbunden. Ah, wow. Das Vier geht ja richtig schnell. Wir sind Schweinchen. Okay, es sind nicht mehr viele Blasen übrig. Egal. Was ist das denn? Was ist hier los? Was ist denn das überhaupt? What the fuck is this? Sind das Chimären? Das sind Chimären? Ah! Oh, ihr seid so süß! Oh mein Gott! Scheuer! Oh nee! Okay. Oh, Minispiel, ne? Wo? Volleyball im Himmel? Ja, warum auch nicht? Hey, Cody, hier drüben. Ah, da unten. Volleyball? Jetzt geht's echt los, ey. Runter! Mensch. Springen, schmettern. Lass den Ball nicht im Boden berühren. Springen, um den Ball auf die andere Seite zu schlagen. Sprinte, um zu schmettern. Sprinte zum Schmettern? Zeig mir, was du kannst. Ja, schau mal, wie es funktioniert. Was war jetzt? Viereck? Ja, schmettern. Was? Er haut nicht. Das war nicht Viereck. Ja, springen musst du, Verdammt!
Zweiter Ball, was ist das denn für ein Volleyball hier? Ey, fick. Da kam ein zweiter Ball ins Feld geflogen. Hat mich komplett rausgebracht. Ja, siehst du? Ja, dich auch. Okay, sehr gut. Das Spiel ist halt auch beim Volleyball bescheuert. Nein. Mann, hör doch mal auf, du Kackschwein, wo du dein Ding hinschiebst. Mann. Ach. Mann. Schön, wie wir uns gegenseitig die Punkte schenken. Scheiße. Nein. Ach. Wie wir den Ball nicht mal darüber kriegen. Hey. Nein. Oh. Nein. Mann! Oh, war sehr oft, knapp. Wie oft, aber da hat. Wie viel Unvermögen, also wie oft wir einfach neben die Bälle gesprungen sind, das kannst du auch keinem erzählen, ey. Oh, wei, war das schlimm. Das war ja richtig schlimm. Das, ich würde sagen, das war jetzt nicht unser bestes Spiel. Ich hab's aber ab und zu nicht gesehen, aber wo der Ball landet. Man konnte das voll schwer sehen, ne? Ich bin immer dann hingesprungen. Vor allem, wenn auch der zweite Ball dann dazu kam, war dann irgendwie Ende. Ja, ich finde auch, muss ehrlich sagen, der zweite Ball hat das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Oh Mann, ey. Volleyball. Was denn? Ha! Ich hab eine Trophäe gefunden. Echt? Ja. Muss da, Jo. Ah ja, genau, da wollte ich gerade auch ran. Ich hatte nämlich auch. Oh, ich bin auf einer ganz anderen Ebene, Mann. Oh, meine Gott. Ach, spürst du das? Total entspannt. Der Puls ist jetzt auf. Man kann nicht sehen, was im Energiesparmodus ist. Schön. Wunderschön. Wunderbar. So, müssen wir mal wieder weiter hier. Nachdem ich die ganze Arbeit gemacht habe. Die Wolken werden gequält von Büffeln. Wo ist das Orchester? Ihr werdet sie niemals finden. Der hat Ohrenstöpsel im Ohr. Oh. Entschuldige, Wolke, mein Fehler. Nein, warte. Da. Sie haben sie im Nebel versteckt. Ihr werdet die Schlüssel niemals bekommen. Ach ja? Macht ihr euch mal lustig, ihr blöden Teufel! Denn wir machen euch fertig! Was? Dann muss ich die Wolken zum Heulen bringen? Das ist ja wohl als. Und ich muss die bewegen, oh Gott. Das kann ja. Okay. Welche. Das ist zum Koordinieren ja ein Albtraum. Können wir uns mal irgendwie auf eine Wolke einigen? Ich war gerade bei der, wo du warst.
Mann. Okay. Da! Das ist irgendwie... Ha! Was? Die sind da, die fliegen hier rum. Jawohl. Okay. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Zwei, ne? Ja. Ich hab Wolken zum Weinen bringen? Ja. Mach mal hier, hier drüben, da wo, dahin, wo ich hier gerade bin, da ist nämlich noch so eine Luke. Genau, dann mach mal die Wolke hier. Ja. Ich bin sehr froh, dass hier die, dass der Nebel wegbleibt. Ich habe mir das so vorgestellt, dass der immer wieder zurückkommt, weißt du, das wäre. Dann der Schlüssel. Wie viele Schlüssel brauchen wir denn? Zwei. Was brauchen wir den? Ah, da ist einer. Da sind doch nur die Klamotten. Oh, ist die Hälfte. Joi. Alles klar. Das war die eine Hälfte. Gehen wir auf die andere Seite. Orchester. Ja, entschuldigt mal, ihr Teufel. Ja, wir müssten uns mal eben das Orchester ausleihen, das ihr entführt habt. Darauf könnt ihr lange warten. Also das nervt übelst. Holen wir die Schlüssel. Was für ein Junge Teufel, euer Ich hab den ersten Schlüssel. Nein! Nein, die haben... Jawohl, zack, der erste Schlüssel ist drin. Du hast doch den zweiten schon. Ach so, der schwebt da rum, okay. Ja, ich dachte, ich müsste noch fangen. Ne, ist hinter dir, du musst nur zu. Ach, jetzt hat er mir geklaut. Easy. Das war einfach. Ja. Ein himmlisches Orchester. Mhm. Na schön. Okidoki, das war's dann wohl. Gehen wir zurück zur Bühne. Ich bin mal gespannt. Da schieße ich noch so ein Viech oben ab. Oh, die armen Wolkenschweine. Wow,
ganz schön beeindruckend, oder? In so einer großen Besetzung habe ich noch nie vorher gesungen. Mach dir keinen Kopf, alles wird gut. Nein, 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 nein. Es wird nicht alles gut. Es wird viel mehr Fantastico. Ja. Oh Gott. Entzückend! Gut gemacht! Wir sind fast soweit! Das Einzige, was noch fehlt... Publikum. Die Zuschauer! Oh, nein, 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 nein. Keine Zuschauer. Hier! Möchtest du den letzten Schnipsel oder nicht? Hey, das ist Erpressung. Nein, Therapie. Also geht und findet ein Publikum. Du sagst es, Buch. Ja! Also seid ihr zwar neuerdings hier ein Team? Ja, sind wir, wenn du es wissen willst. Jetzt finden wir die Zuschauer. Oh. Oh. Ein Flamingo. Oh. Wenn das kein Minispiel da hinten rechts ist. Ha, ich wusste es sofort. Oh, ich erinnere mich. Ja, yeah, das war ein Witz. Yeah, schneller. Okay. Trace Runner. Ach, das ist so ein Tron-Spiel. Was? Wie geil ist das denn? Was? Tron-Spiel? Nee, doch nicht. Reiche das Ziel, Spurwechsel und... Hm, Gott. Wenn das im Rhythmus ist, verliere ich. Oh Gott. Alter, nee. Die Musik, ich werd wahnsinnig. Ist das krank. Nein! Scheiße. Nein! Nein! Ach, Kacke, jetzt hab ich's vergeigt, glaube ich. So, du hast es auch vergeigt. Ah. Oh, ich krieg so schnell die ganzen Spuren gar nicht wechseln. Okay, da brauche ich eine Revanche. Okay, komm mal. Brauche ich eine Revanche. Alter, ist das bescheuert. Alter. Okay. Das war schon wieder so was Anstrengendes. Ey. Nein, nein. Nein! Nein! Ich glaube, ich habe dieselbe Stelle verkackt wie beim letzten Mal. Ach, okay. Meine Fresse. Waren das andere Dinge zum Andrehen? Na, da genau, der Schallplattenspieler. Oh, klasse! Das ist mein absoluter Lieblingssong. Warte mal aus. Ach so, nee. Einer meiner Briefe.
am Liebesbrief gefunden. I miss you. Ja, scheiße, heute machen wir alles über WhatsApp. Ja. Oh. Keine Knaller mehr. Oh. Oh, da sind noch mehr von unseren Familienfotos. Und sieh doch, wie gern sie bei ihrer Mama ist. Ja, ein Hund? Was hast du? Ein Bruder? Bruder, Schwester? Der ist bestimmt auf der Bootsfahrt ertrunken. Wir hatten früher, weil er sonst nirgendwo drauf ist auf den Bildern. Ja, das hatten wir. Sieh dir Rosie an. Da ist sie noch so winzig. Oh. Okay, sind wir wieder beim Hund. Und Geronimo! Das ist ein Disco. Warte, hier war schon tot, ne? Ne. Ja. Hey May! Sieh dir das an! Sind das Knicklichter? Hey! Hey Kumpel, komm mal kurz! Was gibt's? Lässt du uns rein? Sorry, Kids. Erst ab 18. Kids? Nein. Nein. Wir sind nur klein von der Größe her, weißt du? Ja, klar. Jetzt geht's euren Eltern. Entschuldige mal. Wir sind Erwachsene. Kann ich einen Ausweis sehen? Oh, nein. Die haben wir zu Hause. Das sagen sie alle. Yo, yo, yo! Glowstick! Die gehören zu mir! Dr. Hakim, mein Bro! Die gehören zu dir? Ja, na klar! Bro. Das sind meine Klienten! Na komm! Tut mir leid, Leute. Willkommen im Club. Genießt den Abend. Hier kommen die VIPs. Jetzt fühlst du dich auf einmal nicht mehr so groß, hä? 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 Tanzen wir! Man. Alter, was ist das? Die Regenbogenstrecke von Mario Kart oder was? Ja, wo ein LSD-Trip kriegt. Ja. Alter. Oh. Alter, was? Oh Gott. Oh. Jesus. Fall ich natürlich runter, ne? Gut, dass sie das nicht aussprechen. Oh nein! Kommt sogar dieser komische, das Buch und tut einen. Ah. Über Mario, wirklich. Ja. Oh, mit Boost sogar. Uiuiuiui. Löcher im Boden. Ist das sogar als Rennen gedacht? Das ist 100% wegen Mario Kart, ey. Ah, oh. Oh, ich hätte fast vergeigt. Boah, habe ich nicht mitgerechnet. Boah, habe ich geschlafen. Alter. Ey, da wurde ich aus der Kurve rausgeschmissen. Dreimal bin ich aus dem Dreck rausgeflogen. Bin so schlecht. Jawohl, es geht noch weit. Ja, ich bin wohl immer noch der König der Geschwindigkeit. Achso, muss ich jetzt. Ja. Na gut. Ja. Mega peinlich hier. Andale!
So, da. Das habe ich hier verpeilt. Ah, den Haken, ja, den habe ich auch erst in der letzten Sekunde gesehen. Ich hatte ihn zwar nicht verpasst, aber der ist so gut wie. Ich bin so schlecht. Beeindruckende Rutschpartie, Cody. Ich bin stolz auf mein Talent. Es hat aber auch Spaß gemacht. Cool. Plattformen bewegen sich im Rhythmus. Was ist das denn jetzt? Das macht mich schon wieder total irre hier. Ich komme so traurig vor. Ja, hier geht's auch ohne dich nicht mehr weiter. Ich bin auch in 5 Minuten da. Okay. Also, oh Mann. Wir müssen dann nämlich jetzt gleich hinten landen und dann musst du sofort singen, weil die gehen die ganze Zeit weg, sonst fallen wir direkt runter. Okay. Ich dachte, wir tun einmal den Schwung holen. Nein, es ist weg! Nein! Oh nein, ich bin fast. Nein. Dingen! Nein! Nein! Oh Gott. Dieses Spiel, das bringt mich. Okay, lass uns einmal. Oh Mann. Lass uns einmal bitte einmal springen. Springen wir auf die linke. No. Achso, jetzt ist aber wieder weg. Jo, oh Gott. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Was wollen wir jetzt hier machen? Warum leuchten die? Einfacher als man denkt. Ah. Ja, genau! Hans, Cody! Hör auf mich zu ärgern! Du hast doch gesagt, du willst feiern! Aber nicht für mein
Mit der Musik. Nein! Oh. Kann auch springen, ne? Was? Wie schneller? Alter. Das ist doch ein Scherz. Alter, das ist wie... Komm, gar nicht mehr klar jetzt gerade. What the fuck? Mein Controller ist so nass geschwitzt. Kannst du dir nicht vorstellen. Das ist aber auch echt anstrengend jetzt gerade hier so. Ich sehe auch gar nichts. Ich springe einfach nur. Das ist... Oh. Boah, ey. Boah. Himmel hilf, ey. Wow, richtig cool. Das wurde noch richtig anstrengend. Ich kann nicht mal singen. Hey May, das war ungelogen die komischste Erfahrung meines ganzen Lebens. Das ist so krass. Das ist so. So, Hammer. Also, wie sie, dass sie als ob sie so am Ende noch mal einen draufhauen wollten von allem, was sie gemacht haben bis jetzt im Spiel. So. Hörst du die Menge, Mel? Ja, das ist echt aufregend. Also für Epileptiker absolut ungeeignet. Ja. Oh, wir müssen jetzt. Oh no. Was soll das? Wieso buhen die uns aus? Okay, Baby, groove it. Kommt schon, Glowsticks, tanzt mit mir. Hey, was wird das? Wo wollt ihr hin? Na kommt, Leute. Cody, May, legt mal was auf. Bringt sie zum Tanzen. Vielleicht tanzen sie wieder, wenn du die Tanzfläche verlässt. Ja, echt. Du hast sie voll verschreckt. Niemals, Baby. Ich bin der Knaller. Guck dir mal den Hüftschwung an, Baby. Oh, nicht doch. Das will keiner sehen. Mein Gott, meine Moves sind so gut. Check mal, rechts, links. Aber damit die Leute tanzen, solltet ihr endlich mal was auflegen. Zieht die Leute auf die Tanzfläche. Lass nee, jetzt muss man Musik. Baby. Oh Mann. Na dann, werfen wir einen Blick auf dieses DJ-Ding. Wir können sie sicher wieder zum Tanzen bringen. Was machst du denn da? Nein. So blöd. Echt jetzt? Mann, sei doch nicht so. Ja. Wir müssen wieder. Einfach alles einnebeln. Yeah. Oh nee. Das ist unfassbar.
Hey! Seth. Hört nicht mehr auf. Puh. Yes. Alter. Was spielen wir? Nein! Was? Nein, nicht so schnell! Oh. Ja, richtig. Wer soll man das denn vorher sehen? Oh, ich meine, es hat schon was. Nein! Nein! Nicht drehen! Natürlich bin ich mein Letzter hier, ne? Das hier aussieht. Sagen, das Spiel ist eine echt geile Erfahrung. Ja, definitiv. Meine, das ist so, weiß ich nicht. Einfach einzigartig. Ja. What the fuck? Dass man nach den ganzen Spielen, die man in seinem Leben gespielt hat, nochmal was spielt, was einen so... Man kann es einfach nicht beschreiben. Genau, wenn ich mir vorstelle, ich könnte jetzt auch 100 Stunden Assassin's Creed spielen, immer einen Quest nach dem anderen machen, ne? Oder sowas hier. Ja, ist das ein Publikum? Die sind schon ganz aufgeregt. Ja, genau wie ich. Bist du für deinen Auftritt bereit, May? Fehlt uns nicht noch irgendwas? Nein, wir haben alles, was wir brauchen. Oh. Jetzt ist Showtime, Baby! Hörst du die ganze Begeisterung? Ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr vor Publikum aufgetreten. May, alles wird gut. Stellen Sie dir einfach in Unterwäsche vor. Ja, das wird dich beruhigen. Cody, bereiten wir die Bühne vor. Okay, Buch. Hey, May, viel Glück. Oh, ich schaff das nicht. Ich schaff das einfach nicht. May, ist nicht so wild, wenn es nicht perfekt wird, okay? Doch, muss es aber. Wenn es nicht perfekt ist, dann habe ich sie enttäuscht. Nein, sing einfach aus dem Herzen. Du wurdest nicht geboren, um perfekt zu sein. Du wurdest geboren, um du selbst zu sein. Spiel hat so viele kleine philosophische Einlagen. Ja. Okay, ich muss ja singen, ne? Sogar von dem blöden Buch. Ja, ich gehe von aus. Was musst du machen? Tanzen. Nee, ich denke mal nichts, hoffentlich. Oh, sogar ein Bildschirm nur. Das ist mega. Das ist schon jetzt. Ja. Scheiße. Jetzt siehst du mich los. Ja. Das erste Mal, dass ein Spiel in meinem Stream läuft, wo ich gar nicht spiele. Scheiße.
Ich hoffe, bei dir kommt auch nochmal sowas. Ah, okay. Ah. Wow. Das wird etwas ganz Besonderes. Wie geil das gemacht ist. Vor allem auch der Herzschlag, ne? Ein Herzschlag. Okay. Großer Moment. Ui, ui. Hey Leute. Aber durchatmen. Naja, immerhin kann Holz nicht rot werden. Na los, May. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Na komm. Die geht schon zur Schule. Oder was? Ja, sind die jetzt am Schlaf? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sieht ihr so aus, wenn sie die Koffer packen würde. Die abhauen will, also. Uiuiui. Oh. Ui, ui. Das ist noch so schwermütig alles hier. Du kannst das, Miss. Das weiß ich genau. Ich glaube, da muss ich gar nichts machen. Nee. Oh, ich hab Doppelsound. Du hast Doppelsound? Hab ich Sound von dir? Uff. Jetzt nicht mehr? Nee. Okay, dann muss ich den Fernseher echt flüssig leise stellen. Oh, scheiße, sowas. Das war wunderschön, May. Ich danke dir.
das doofe Buch wieder. Hältst du gedrückt mal? ich hab aufgehört zu drücken. Meine Güte. Ja, hallo, ein bisschen der Spannungsbogen muss ja auch da sein. Ja. Nur einen Millimeter vom Mund aufhören. Einfach mal die ganze Stimmung zerstören. Rosie. Cody. May. Es hat geklappt. Ja, wir sind zurück. Wo ist Rosie? Ich weiß nicht. Rosie? May. Was? Der Brief. Mama, Papa, es tut mir leid, was ich euch angetan habe. Ich weiß, wie ich alles wieder gut machen kann. Alles, was ihr tun müsst, ist aufhören zu streiten. Ich weiß, dass ich keine perfekte Tochter bin. Moment, was? Es tut mir leid, dass ich nicht gern meine Zähne putze. Es tut mir leid, dass ich Bücher nach dem Schlafengehen lese. Es tut mir leid, dass ich mein Spielzeug nicht wegräume. Ich weiß, dass ihr euch meinetwegen scheiden lasst. Sie fühlt sich dafür verantwortlich. Sie glaubt, es sei alles ihre Schuld. Ich lasse euch allein, damit ihr wieder Freunde werden könnt. Ihr solltet Freunde sein. Ich liebe dich, Mama. Ich liebe dich, Papa. PS, ich habe mein Taschengeld dabei für die Busfahrkarte. Keine Sorge, ich habe auch ein Sandwich und einen Lutscher. Oh nein. Oh, Rosie. Rosie! Süße! Oh. Es tut mir so unendlich leid. Macht euch um mich keine Sorgen. Geht nach Hause. Nein. Rosie, Schatz, es ist doch nicht deine Schuld, dass wir uns streiten. Ist es nicht? Nein, Rosie. Es war nie deine Schuld. Okay. Nun, heißt das, dass ihr jetzt wieder Freunde seid? Süße, hör mal, was auch passiert. Deine Mutter und ich, wir werden immer für dich da sein, ja? Und genau so werden wir dich auch immer lieb haben. Immer. Okay. Komm her. Hm.
Wo hast du das her? Hab ich in der Schule gefunden. Im Mülleimer. Gut, dass du es gefunden hast. Manchmal kann man auch richtige Schätze im Müll finden. Na komm, lass uns nach Hause gehen. Also, Rosie, wenn deine Mama gegen ein aggressives Eichhörnchen kämpfen müsste, das doppelt so groß ist wie sie, wer würde gewinnen? Mama würde gewinnen. Genau. Und deshalb bin ich so gern mit ihr zusammen. Cody, ich dachte immer, du hättest eine viel zu blühende Fantasie. Aber weißt du was? Ich finde es wunderschön. Ja, war gut. What the fuck, ey. Bin sprachlos, ey. Hammer. Was für ein liebevolles Spiel, so allein wie das alles. Mhm. Boah. Ich hätte zwar noch gedacht, dass es noch ein bisschen länger geht jetzt, damit bin ich jetzt nicht überrascht, dass es jetzt vorbei ist, aber... Aber ein sehr geiles Spiel. Ja. Alter. Und jetzt im Vergleich auch zu Way Out ja trotzdem auch noch, trotzdem wesentlich länger zumindest schon als das. Und noch abwechslungsreicher, ne? Sehr ja, abwechslungsreicher. Also abwechslungsreich habe ich, weiß gar nicht, ob es überhaupt ein abwechslungsreicheres Spiel gibt. Ja, eben. Man hat da von jedem Spielgenre irgendwas drin gehabt, ein bisschen. Ja, ich muss sagen, dagegen kam mir jetzt so A Way Out, kam mir ziemlich trist und irgendwie auch fad vor, so. Obwohl es auch ein schönes Spiel ist. Ja, im direkten Vergleich dann jetzt auf jeden Fall. Ja. Witzig, ne? Also, ich meine, normalerweise schalte ich bei sowas jetzt immer so ab, bei den ganzen Credits und sowas. Echt? Ne? Aber irgendwie kann man gerade mal so ein bisschen das sacken lassen und. Okay, ich lasse die immer einmal laufen. Das, also Credits meistens. Das erste Spiel seit The Last of Us 2, wo ich einfach sprachlos bin, wo es zu Ende ist. Aus einem anderen Grund, aber sprachlos. Es ist auch schön, dass sie einfach mal sowas getraut haben, so ein Spiel zu entwickeln, ne? Das was einfach so ein bisschen anders ist halt, ne? Ja, richtig. Und vor allem eigentlich voll schön, weil es, wenn man es jetzt auch noch so betrachtet, das kam ja auch noch in diesen Trist, also das kam auf jeden Fall in einer der beiden ganz krassen Corona-Jahre raus, dass die dann eigentlich da so ein aufmunterndes Spiel einem gegeben haben. So. Also wenn du das in so einer, so, weißt du, du musst vorstellen, du bist so isoliert, darfst nichts, kannst nicht raus oder so, weil alles zu hat und dann spielst du das Spiel. Das macht die Zeit ja... Also gerade so, wenn du alles, alles mies und dann denkst du dir so, wow, das kann dir richtig eine schöne Zeit dann geben. Mhm. Das ist einfach, einfach wunderschön. Ich fand's auch echt toll, die ganzen kleinen Minispiele, also auch zum Beispiel, wo man vorhin bei diesen ganzen Knöpfen da, wo man so ein Muster erstellen konnte, dass dann die Musik abgespielt wird, ne? Das finde ich so toll eigentlich.
Wir haben aber leider nicht alle Minispiele gefunden. Das ist krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben eigentlich schon so viele gespielt, ne? Ja. Ich hoffe, dass wir zumindest zwei vergessen haben. Wenn ich jetzt irgendwie nachgucke und wir haben eins ausgelassen, dann ärgert mich das. Ja. Ich würde sagen, da können wir beim nächsten Mal auf jeden Fall dann irgendwie auf Trophäenjagd gehen, ne? Mhm, würde ich auch sagen. Ich glaube zwar nicht, dass wir noch für die Platin noch zwei Streams brauchen, aber die restlichen Trophäen könnten wir uns auf jeden Fall noch holen. Ja, ein Stream brauchen wir bestimmt. Also zwei Stunden, ja. Denke ich mal schon. Wir müssen ja dann wieder ein paar Level wieder vorne anfangen. Vielleicht dürfen wir dann ja nochmal in die Turmuhr. Oder auch die Stelle, wo wir da als Magier und Krieger durch die diesen Dungeon gerannt sind, ey. Was fehlt uns denn noch? Fischige Angelegenheit. Die Riffe dann verboten. Aufgeschaukelt. Da muss aber bestimmt so eine Schaukel weit. Aber wir hatten doch eine Schaukel, oder nicht? War das nicht ein Minispiel? Ja, wahrscheinlich haben wir nicht irgendwie so einen Rekord erreicht. Kann sein. Alter, wir haben 20 nach 11, mein Tag morgens. Na, ich bin froh, dass wir erst am Samstag rausgehen. Ja. Ja gut, es war schön, dass wir heute auch jetzt dann zu Ende gespielt haben. Ja. Weil ich denke mal, wenn wir das nächste Mal angefangen hätten, hätten wir nur noch eine halbe Stunde gehabt, das wäre ein bisschen doof gewesen. Ja, richtig. Also ich wollte schon so sagen, so, aber das war halt, wir haben tatsächlich ganz blöd. Ich wollte eigentlich schon so sagen, ja, lass uns nach dem Konzert dann aufhören. Heute, weil es spät wurde. Aber ja, war halt danach halt auch Ende. Ja. Also auch unglaublich, wie viele Leute überhaupt da mitmachen, ne, an so einem Spiel. Ja, das ist richtig. Boah, bei welchem Credit saß ich denn hier 3 Stunden? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube bei Cyberpunk. Alter, das hörte nicht mehr auf. Da gingen die Credits, glaube ich. Boah, das habe ich sogar mal. Ich glaube, das geht sogar irgendwo im Internet, wie lange die gehen, weil das so bescheuert ist. Da saß ich wirklich hier und denke mir, ja, gleich, jetzt kann ich es auch zu Ende gucken. Was ein cooles Spiel. Ja, das wird dann beim nächsten Mal auf jeden Fall noch auf Platin gemacht. Um das würdig und vernünftig abzuschließen.